heutige Geschichte trägt den Namen Was ist wahr? Mama, was ist eigentlich wahr? Fragte der kleine Bär eines Abends vor dem Schlafengehen. Mama Bär blickte ihren Sohn liebevoll an, so wie nur sie ihn ansehen konnte. Was meinst du denn? Sie streichelte dem kleinen Bären durch sein Haar. Ich möchte wissen, was wahr ist. Ich habe diese tollen Träume, in denen ich fliegen kann. Und wenn ich fliege, dann fühlt sich das so echt an. Die Freude und die Freiheit ist total super. Wenn ich dann aufwache und bei dir bin, ist das ja auch wahr. Du bist ja meine Mama. Aber was ist jetzt wirklich wahr? Für mich ist wirklich wahr, dass ich dich liebe, Sohnemann, lächelte Mama Bär. Und immer, wenn ich mich ganz mit dir stark verbunden fühle, dann weiß ich, dass es wahr ist. Wenn es also jemanden gibt, der dich mag, dann ist das wirklich wahr? So kann man es ausdrücken, kleiner Bär, sagte Mama Bär. Da begann der kleine Bär zu strahlen und er fühlte sich sehr, sehr glücklich. Denn er war noch nie allein geflogen, wenn er schlief. Sein Engel war immer mit dabei gewesen. Dann ist ja alles wahr, Mama. Danke, ich hab dich lieb. Schlaf gut, kleiner Bär, flüsterte Mama Bär noch. Doch da war der kleine Bär schon glücklich lächelnd eingeschlafen.